Hallo und herzlich willkommen mit Reisende durch das Universum zu Commander Keen 6 Hard Genocide. Ich habe ja in einem kleinen, aber feinen Video erklärt, warum es kein Commander Keen 5 Hard Genocide geben wird. Ich meine, muss ich das nochmal erklären? Ich meine, ich kann auch einfach sagen, naja, Slicer. Muss ich noch was anderes sagen? Ich meine, ich habe mir schon so die ein oder andere Strategie zurechtgelegt, wie ich Schüsse farmen könnte, aber auch wenn, sagen wir mal, 200-300 Schuss durchaus realistisch sind, allein in den einen Level gibt es, ich glaube, in der Eröffnungsebene schon 7 Slicer, was schon, lasst mich nicht lügen, um die 300-400 Schuss wären quasi nur das. Und ja, es ist schwierig, ja. Sehr, sehr schwierig. So, waren hier. Oh, ich habe keinen Sound. Realisiere ich gerade. Das müssen wir fixen. Dafür sollte ich vielleicht auch. Aha. Warum auch immer dann No eingestellt ist. Okay. Lasst uns einfach nochmal neu anfangen. Ich meine, why not? Ich habe mich jetzt ein bisschen zu sehr ablenken lassen von dem fehlenden Sound. Ich meine, da sollte auch actually Sound sein. Ich glaube, hier ist kein Gegner, ne? Da unten sind auch Hazarde. Von daher, ich glaube, hier muss ich basically nicht sein. Okay. Ich glaube, man kann festhalten, dass hier kein Gegner ist, den ich permanent stunnen kann. So, aber jetzt, ne? Nichtsdestoweniger sollten wir den alten Trick anwenden, because why not though? Sind die Schüsse da drüben oder hier? Oh. Okay. Gut. So, jetzt können wir final loslegen. Ja, wir ignorieren jetzt einfach mal die ersten 2 Minuten. Also, ich meine, warum sollten wir sie nicht ignorieren? So. Wir haben eine simple Aufgabe und zwar quasi alles zu stunnen, was stunbar ist. Ah, das könnte theoretisch eine Herausforderung darstellen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt. Ich glaube, Keen 4 ist schwieriger, um das, sage ich mal, zu realisieren. Hier ist es eher so semi-schwierig, sage ich mal. War das Secret hier? Ich glaube, das Secret war hier. So, da ich diesen Sprung gern mal verkacke, sage ich mal so, und direkt ist die Kinderfreundlichkeit weg. Gut, ich meine, das hätte ich theoretisch auch so hinkriegen können, ohne zu speichern. Wir haben auf jeden Fall genug Munition, sage ich mal, ne? Das ist ja schon mal hilfreich. Weil wir benötigen ja noch ein bisschen was hier. Konnte man da eigentlich so hoch von hier? Ich würde mal sagen, theoretisch. Praktisch will ich das jetzt nicht unbedingt testen. So, Spiel hat meinen Schuss nicht gefressen. Wunderbar. So, ich könnte mir jetzt ein extra Leben holen. Da wir allerdings speichern, dürfte das jetzt nicht unbedingt benötigt werden. Generell erwarte ich jetzt keine allzu großen Schwierigkeiten hier. Auch weil es keine Gegner gibt, die allzu schwer zu erreichen sind. Also, das ist eher so ein bisschen. Ach komm. Lasst uns mal wieder einen Blick auf Keen 6 werfen, weil wir das
naja, nee, halbe Ewigkeit nicht mehr hatten. Ich glaube, eigentlich hatten wir wirklich nur so einen kleinen Short oder so. Oh wow, das war actually close. Das ist natürlich etwas, was mir nicht passieren sollte, und zwar, dass ich Munition verschwende. So, ich meine, oh, hab ich vergessen, dass da zwei so Dudes sind. So, die. Ich glaube, die Pizzastücke. Waren das mehr oder was? Wirklich nur das eine? Ich habe keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall bisher einen Schuss verdödelt. Ich glaube, das ist jetzt eher so rudimentär schlimm. Ich glaube, spannender sind eher die Gig da unten, ne? Die man leider genauso wie den großen roten Freund im ersten Level Beanbus Bacon Moga. Moga? Moga Rocket, ja. Also falls ihr das noch nicht gekannt habt, Moga Rocket, ja. Oh, close. Also den kann man nicht abschießen. Den guten Bobber. Ich glaube, er heißt einfach nur Bobber. Der Kleine heißt ja Bar Bobber. So, nett, nett, nett. So. Der most useless Schalter auf diesem Planeten, weil man einfach so hochkommt. Aber hey, I don't judge. Ich würde mal sagen, wir sind gut im Geschäft. 23 Schuss, nachdem wir so viele Gegner ausgeschaltet haben, kann man machen. Okay. Da wurde mein Pogo-Sprung nicht erkannt. Weil eigentlich war der Plan, direkt so zu springen. Okay, das war actually kinda good. Konnte man da so hoch? Ne, da ist Literatur nicht genug Platz. Die muss ich natürlich auch alle erledigen, auch wenn sie friedlich sind. Ah, aber naja, das ist halt eben unsere Aufgabe. Kann man nicht anders sagen. So, hier haben wir einen guten Freund von uns. Ein Gegner, der mich. Das war knapper als die Polizei erlaubt. Das muss ich mal ja mal sagen. Das war schon kinder close. Kinder close. Naja, ich muss erstmal quasi darunter in das Verderben. Was übrigens Pacifist schon ein Problem darstellt. Oh. Oh. Okay, das war unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob unterhaltsam es trifft. Okay. Okay. Wäre ich nicht am Ende gestunt worden, dann hätte ich das durchaus meist. Ach, unter den ganzen besiegten Feinden war wirklich so ein blödes Ding da. Okay. Gut, ich habe jetzt zwei Schuss verschwendet. Das könnte nochmal problematisch werden. Okay, dafür habe ich jetzt alle Gegner erwischt an einer Stelle. Kann man machen, kann man machen. Muss man aber nicht. Man hätte sich diese Stelle auch deutlich leichter machen können, aber. Oh. Oh. Dich habe ich aus irgendeiner unerfindlichen Erklärung irgendwie vergessen. Ich weiß nicht, wieso ich ihn vergessen habe, aber mit
sagen wir mal so 14 Schuss fühle ich mich jetzt nicht unbedingt unsicher. Aber sagen wir mal so, man könnte sich sicherer fühlen. Okay. Meine Güte. Also ich sterbe heute aber auch wie am Fließband. Was definitiv nicht daran liegt, dass ich 2,5 Stunden den Rasen mähen musste bei brennender Hitze nach einer viel zu anstrengenden Arbeitswoche. Nee, nee, also das wäre ja lächerlich, also wenn das jetzt davon kommen würde. So. Was ich mich bis heute frage, warum existiert diese Tür? Warum sollte man diesen Weg jetzt nochmal gehen wollen? Nur wegen den Punkten? Oder weil man da oben quasi in einen Schalter umlegen kann, um, sagen wir mal so, sich jetzt Pizzastücke da zu holen? Ja, ich meine, könnte man ja theoretisch tun, wenn man den Schalter auch umgelegt hätte. Was ich hiermit tun könnte. Also, die Munition sollte ich natürlich mitnehmen, weil die ist unfassbar wichtig. Ich meine, die ist hier so wichtig, weil wir tatsächlich mal davon abhängig sind, diese zu haben. Ich glaube, es gibt auch so mehr als genug Munition. Ja, also wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich nicht, dass man hier zu wenig hat. Glaube nicht. So, 16 Schuss. Und ich meine, das ist einer der Level, wo man am meisten Gegner erledigen muss. Jetzt zumindest anhand der Levelgröße. Ich frage mich, ob es noch ein Level gibt. Also im Vergleich zu, also in Relation zur Levelgröße, wo es mehr Gegner gibt. Ich glaube ja, aber ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. So. Unser lieber Freund. Ich meine, hier sind ja keine Gegner, oder? Ich glaube nein. Aber glauben heißt bekanntlich nicht wissen. Von daher würde ich mal behaupten, war da unten irgendwas von Interesse? Ich meine, hier war hauptsächlich Tod und Verderben, oder? Glaube ich. Und wie man merken kann, ich glaube ganz, ganz viele Dinge hier. Ja, sagen wir mal so, hier ist basically gar nichts. Was ist denn gerade für ein komischer Sprung? Ja, ich glaube, man kann ziemlich sicher sagen, dass hier keine Gegner sind. Und irgendwie läuft gerade meine Nase. Passend dazu, ne? So, hier ist noch ein lustiger Freund, den es zu erledigen gilt. Hier ist noch so ein lustiger Freund. Ja, sehr schön. Auch so eine nette Sache hier. Den muss ich auch noch erledigen. Und das war so nicht geplant. Okay, aber auch ein netter Weg, um da hochzukommen. Ich nehme aber einfach mal den guten alten Weg, also quasi altmodisch. Okay, ich glaube,
Wir haben dezent ein Problem, weil ich glaube, hier gibt es keine Munition mehr, die wir mitnehmen können. Das heißt, wir machen mit dem Level ein ordentliches Minusgeschäft. Es wäre echt hilfreich, wenn meine Nase nicht laufen würde. Keine Ahnung, warum sie das tut. Habe ich mich jetzt allen Ernstes bei Temperaturen von fast 30 Grad beim Rasenmähen erkältet? Na gut, sagen wir mal so, wenn man stark schwitzt, ist das nicht unbedingt allzu überraschend, behaupte ich jetzt einfach mal. Gut. Oh. Habe ich mich jetzt nicht festgehalten. Das ist ja peinlich. Konnte man. Kann ich nicht auch hier irgendwie diesen Trick abziehen? Na, close. Close, close, close. Boah, 7 Schuss, das ist irgendwie nicht sehr convincing. Schade. Ah, there we are. Und Hauptsache an den Punkten vorbeigesprungen. Sehr schön. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir haben das Level beendet. Da sind noch Punkte, aber es ist jetzt kein All-Points-Run. Ansonsten wäre das, schwierig. Ja, sehr, sehr, sehr schwierig. Und würde viel zu lange dauern. Also unfassbar lange dauern. Ja, komm hier ein Backup-Save. Ab in Level Nummer 4. Und zwar Second Dome of Darkness. Wir gehen direkt hier nach oben. Weil da unten haben wir quasi nur einen Gig, der auf uns wartet. Ich wusste es, dass ich jetzt sterben werde, weil das zu zaghaft war. Okay. Einfach nur, weil ich mir gerade nicht zugetraut habe, einen Jump Shot hinzukriegen. Aber ich meine, an sich ist das jetzt nicht so das Problem. Okay. Hier haben wir zum Glück auch ein paar Gegner, die wir nicht ausschalten können. Okay, was heißt zum Glück? Naja, ich meine, die bleiben ja trotzdem da, aber sie sind etwas weniger bedenklich. Okidoki. Immer noch relativ wenig Munition. Und dabei habe ich ja noch ein paar Gegner vor mir. Aber das ist hilfreich. That is indeed very helpful. So schlimm die Gig auch sind, weil man sie nicht stunnen kann. Ha, Vorführeffekt. Vorführeffekt, sehr schön. Die Gig haben eine kleine, aber feine, entscheidende Schwäche. Wenn der mal aufhören würde, einfach nach mir zu springen. Und zwar, die Schwäche besteht darin, sie können bewegt werden wie die Bounder. Und das ist deswegen eine Schwäche, weil wir sie ja dementsprechend steuern können. Also von daher, ich meine, es ist jetzt keine Schwäche per se. Ne? Ich meine, sie können ja immer noch nicht gestunt werden. Von daher kriegt das jetzt nicht so viel, denn sind wir jetzt damit losgeworden. Sehr schön. Sehr der durchgefallen. Ah, das durchgefallen. Ha. Kann er wieder da reinspringen? Das wäre lustig, wenn er das könnte. Warte mal ganz kurz. Vielleicht kann ich das ja irgendwie so timen, dass der hier reingesprungen kommt. Ne. Ah.
Das ist kinda funny. Das war kinda not funny. Hat er sich gerade allen Ernstes wieder hochgeklitscht? Okay, ich meine, ich habe schon vermutet, dass er das kann, aber dass er das wirklich tut, hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay. Er hat das diesmal auf Anhieb hinbekommen. Nachdem er da eben irgendwie, keine Ahnung, wie viele Versuche gebraucht hat. Ich wusste, dass es zwei sind, aber ich wusste nicht, dass der eine so nah dran ist. Irgendwie macht es mir gerade viel zu viel Spaß, mit denen da rumzuspielen. Ich schätze mal, die müssen dafür das perfekte Timing haben, damit die da wieder reingeklitscht kommen können. Wow, habt ihr, da bin ich gerade ganz knapp durchgekommen. Aber man sieht, ich bin auf jeden Fall ein Spielkind. Ich lasse mir das nicht nehmen. Ich glaube, nach dem Video muss ich mich irgendwie mal ausruhen. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall bisher ein echt tolles Wochenende. Meins war bisher leider ziemlich arbeitsreich. Hab gestern Überstunden gemacht. War erst so gegen 19 Uhr zu Hause. Und ja. Ja, danach wurde es jetzt nicht viel besser. Das hat mich jetzt ein bisschen Zeit gekostet, aber ich muss jetzt den kompletten Weg quasi wieder dahin laufen. Und ich habe den komplett vergessen. Ich habe nicht gespeichert. Speichere doch sonst alle 2 Sekunden. Aber in dem Fall tue ich das scheinbar nicht. Aber ja, bin dann auch relativ früh nach der Arbeit schlafen gegangen, weil ich einfach super müde war. Ja, irgendwie gegen 10 Uhr oder so. Und dann heute Morgen früh aufgestanden, weil ich musste noch den Rasen mähen. Habe natürlich auch geschrieben und korrigiert, wie immer. Ja, und jetzt so ein bisschen nach dem Mittagessen, wo ich wieder runterkomme, merke ich halt gerade, meine Nase ist zu. Oh wow, ich wäre jetzt fast in den Tod wieder gesprungen. Ich meine, so kann man das natürlich auch machen. So, wo muss ich eigentlich hin? Ich glaube, erstmal hier hin. Ich glaube, das sollte nicht passieren. Ich muss mich mal eben ganz kurz umsetzen. So, normalerweise schalte ich mich dafür nicht stumm, aber in den speziellen Fall dann ausnahmsweise mal schon. Oh! Ey, wir discovern gerade echt viele Bugs und Glitches. Weil der hat quasi jetzt in der. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal rekonstruieren kann. Wir probieren es mal gerade. Okay, das war jetzt nicht so der Plan. Okay, es ist gar nicht so einfach, das zu rekonstruieren. Okay, alles eine Frage des Timings. That's not it.
Ja, ich verschwende heute echt viel Zeit damit, Blödsinn zu machen. What? 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 Okay. Ich krieg's nicht rekonstruiert. Das ist totally. Das ist totally fine, I guess. Okay. What is happening? Okay. Would you please move again? Aber auch ein netter kleiner, ich will jetzt nicht sagen Fehler oder so. Ich meine, es ist ein netter Glitch. Kann man nichts gegen sagen. So, da wo ich ihn haben wollte. Also zumindest jetzt. Eben nicht unbedingt, versucht einfach das gerade mit der Nase zu ignorieren. Das versuche ich auch zu tun. Habe ich keinen Key? Apparently not. Ach, ich glaube, ich krieg den erst hier, oder? Naja. Den kriege ich erst hier. So, auf jeden Fall, ich kann den zumindest theoretisch schon mal zählen, als besiegt den Gig da unten, weil ich den gehörig getrollt habe. Falls man das in irgendeiner Form zählen möchte. So, es war auf jeden Fall ein amüsanter Part, muss ich zugeben. Ich meine, man kann auch, glaube ich, ja schneller runtergehen, aber wir gehen jetzt einfach mal außen rum. Because why not though? Und hier geht's quasi weiter. Und meine Katze ist gerade aufgestanden. Das ist dann perfekt, um den Part quasi zu beenden. Und das werden wir auch tun, und ich an alles gedacht habe. Und scheinbar I did. Wunderschön. Wir haben 14 Schuss. Ich würde mal behaupten, das ist okay. Ja. Nicht speziell gut, aber auch nicht speziell schlecht. Wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal in das gute alte Level gehen. Und ich hoffe einfach mal, euch hat das gefallen. Ihr habt ein wunderbares Wochenende. Und ganz besonders an dieser Stelle, bleibt gesund. Ja, passt auf, wenn ihr nach draußen geht. Es ist im Moment wieder sehr, sehr warm. Und vor allem vielleicht solltet ihr keine 2,5 Stunden bei Hitze den Rasen mähen. Das ist nicht unbedingt so gut für euch. Auf der anderen Seite, es musste gemacht werden. Ja. Aber gut, das war's von hier und heute. Ich hoffe, ihr habt eine wunderbare Zeit. Grüßt mir die Sonne und macht's gut.